Mein Name ist Oliver Gabel vom Weingut Gabel aus Herxheim am Berg aus dem nördlichen Teil der Pfalz. Und ich habe heute im Glas den Pinot Blanc Auxerre. Und ich würde sagen, ich beginne gleich mal reinzuriechen. Der Wein hat eine wunderbare Aromatik von weißen Blüten, eine Gelbfrucht. Ja, auch ein bisschen eine leichte Nussigkeit, einfach eine sehr, sehr komplexe Nase. Man kann sehr viel verschiedene Aromen riechen und man kriegt gleich richtig Lust auf den ersten Schluck. Wenn man Wein probiert, kommt erstmal so ein eleganter, saftiger, frischer Antrunk. Danach kommt die Gelbfrucht, einfach eine richtig satte Gelbfrucht, weiße Blüten. Das Nussige kommt ein bisschen mehr im Abgang. Der Wein bleibt sehr lange im Mund stehen. Ein Wein, der ja, viel Frische bringt, einen schönen Körper hat. Einfach das perfekte Beispiel für einen Burgunder. Pinot Blanc Auxerre haben wir ein Cuvée aus zwei Rebsorten. Und der Pinot Blanc ist ja eine französische Bezeichnung für den Weißburgunder. Beim Weißburgunder ist meine absolute Lieblingsrebsorte. Ist in unserem Weingut die wichtigste Rebsorte, haben einen sehr großen Fokus drauf. Was hier total spannend ist, der Weißburgunder bringt sehr viel Frische, Eleganz, Mineralität. Zu so 60% macht er den Wein aus. Und dann hat es den feinen Antrunk und hinten raus kommt der Auxerre, der sehr viel Fülle, Blüten, ein bisschen die satte gelbe Frucht bringt. Und die Kombination aus zwei Weinen, die eigentlich sehr unterschiedlich sind, aber zusammen einfach ein perfektes Ganzen ergeben, finde ich total spannend. Der Wein ist nach dem großen Holz bezeichnet, dem er ausgebaut ist. Das ist eine gewisse Besonderheit aus unserem Weingut. Unser Weingut hat eine sehr lange Tradition, die bis 1655 zurückgeht. Und wir haben einen kleinen Schatz bei uns und es ist ein Gewölbekeller mit uralten Holzfässern, die an die 130 Jahre alt sind. Darin wurde dieser Wein vergoren. Das bedeutet nicht, dass der Wein nach Holz schmeckt oder holzig ist, sondern die alten Holzfässer transportieren einfach nur eine sehr feine Schmelzigkeit und Cremigkeit, der langsame Luftaustausch und die behutsame Vergärung in diesen Fässern macht einfach besondere und mineralische Weine. Unseren Pinot Blanc Auxerre, großes Holz, kann man sehr gut zu leichten Speisen kombinieren. Was mir dazu sofort einfällt, ist die Spargelzeit. Der Spargel mit einer Butter, mit zerlassenen Butter oder auch einer Sauce Hollandaise passen perfekt zu dem Wein, der einfach von seinem Schmelz lebt, der diese feinen Aromatik hat, diese Gelbfrucht hat, eine leichte Nussigkeit, passt perfekt dazu. Oder auch leichte Vorspeisen, die Fisch haben, der nicht zu stark gekräutert ist, passen super zu dem Wein und sind ein guter Start für jedes Menü. Cheers! Viel Spaß beim Genießen unseres Pinot Blanc Auxerre Großes Holz.